Haut sie um. Vielleicht haben wir's. Okay. Ach, Gott sei Dank. Der Wagen ist aber schon ziemlich angeschlagen. Endlich wieder normales Spiel. Ich habe vergessen, meine Ausrüstung wieder umzuswitchen. Mal sehen, auf was wir hier treffen. Bogenschützen. Ein. Ah, das ist die 6, ja. Ich will bloß einen von den Piraten erstmal dabei haben, damit ihr ihn auch mal wieder schön in Aktion seht, sonst kommt er sich wahrscheinlich noch einsam vor. Aber die Piraten können schon einiges bringen. Einfach nur, weil die so einen Flächenschaden machen. Und Großteil tot. Wenn die Kleinen weg sind, ist das auch schon eine ziemliche Hilfe. Ach, sind das viele Kotze. Noch einen Affen. Grimm den Affenjungen. Kennt ihn jemand? Wahrscheinlich jeder, der Age of Empires 2 kennt. Oder 90% von denen, die Age of Empires 2 kennen. Ich glaube, das war bei The Congress zumindest. Oh, das geht aber schon. Einheiten schneller produzieren. Maxim in der für Paladok, das ist später von Nutzen, aber weniger Mana wird gebraucht. Ganz wichtig. Brauchen wir nämlich schon bloß noch 38 für den Meteor. Das hätten wir vorhin schon gebraucht. Jetzt brauchen wir bloß noch mehr Mana. Obwohl Mana-Produktion ist eigentlich gerade ganz gut, muss ich sagen. Aber so? Die Affen machen das gar nicht schlecht. Ab und zu noch ein Meteorit rein. Kostet jetzt bloß noch 38, kann ich eigentlich mehr abfeuern. Meteor. Damit trifft das die hinten nicht. Tja. Sollten wir eigentlich packen. Alle weg mit euch. Geht auch. Ja, das Mana ist gut. Mehr Mana-Produktion. Aber ich bin trotzdem ein bisschen traurig, dass ich dann weniger Gold habe. Sortieren wir nach Ring. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht, Maximum Mana. Brauche ich nicht. Ich behalte ihn trotzdem mal. Erfahrungsring. Eis brauche ich nicht. Krieg. Mein Schwein. Das ist besser. So, mehr Geld und mehr Erfahrung.
Dass wir jetzt übrigens auch mehr Mana haben, finde ich auch gut für, also mehr Mana-Kapazität finde ich jetzt auch gut für dieses Spiel, was demnächst wieder kommt. Oh. Ich hätte gern wieder einen Affen. Ich mag die Affen. Oh oh. Mist, das war unklug gelöst. Das sind aber viele gewesen. Ich glaube, ich habe mich jetzt ein bisschen daran gewöhnt, dass ich so viel Mana gekriegt habe. Muss ich denn in jeder Mission sterben? Weiß, ich bin, ihr seid wahrscheinlich schon von mir genervt oder ihr belustigt euch extrem darüber, dass ich hier so schlecht bin. Ich hoffe, darüber belustigt euch ein wenig. Jedenfalls kriegt ihr da einen schönen Einblick darauf, wie das Spiel so läuft und wie frustrierend das auch sein kann. Ich glaube, ich nehme erstmal bloß wieder haufenweise von meinen Kängurus. Das ist gar nicht schlecht für den Anfang. Mit ihren Feuerfäusten. Komisch, wohin kam bloß die Fernseher? Da brauche ich ja auch keinen Affen nehmen, weil wenn ich die schon wieder sehe. Oh nein, da kommt schon El Pirate. Pirata. Okay, wer durchrennt, wird auf jeden Fall von den hinteren niedergeboxt. Los. In der rechten Seite sterben auf jeden Fall mehr, das finde ich gut. Aber irgendwie das Gefühl, unsere Einheiten sind für gewöhnlich stärker als Tiere, die haben immer viel mehr. Schon wieder ein Ring, gut. Je mehr Ringe, umso besser. Leichter. Ich weiß gar nicht, wie hoch das eigentlich geht mit dem Plus, aber ich glaube plus 5 ist, bis plus 9 gehen die, glaube ich. Die Armbänder und Ringe und was weiß ich noch alles. Ich sehe meiner, lass ich mal lieber wieder. Weiß ja nie. Wenn er plötzlich mal wieder. Oh, da ist einer durchgekommen. Da ist kein Mensch durch. Oh, ein paar sind weg. Da sind aber ziemlich viele, die da kommen. Das sind ein paar weniger. Geht kaputt. So, größere Aura, mehr Essen. Oh, ich glaube, ich nehme mal Mana-Regeneration. Mehr Mana kann man halt immer gebrauchen. Ja, ich weiß, wie man die Dinger anlegt. Jetzt kam, glaube ich, wieder so ein Gefecht. Genau, gegen Häuptling Nakahoma. Er hat eine 7 auf dem Gesicht.
Oh nein, er hat Hexen. Dieses Heilding habe ich eigentlich noch nie genutzt in den Gefechten. Ist das unbedingt notwendig? Naja, jetzt habe ich eh gleich genug Mana. Naja, eine Schildkröte. Hier muss ich auf jeden Fall mehr rein investieren, sehe ich gerade. Und die nächste. Also mit Mana geht das wirklich gut. Oh. Nahrung könnte einsetzen, um eventuelle Schwachstellen auszugleichen, aber ansonsten... Ach, das war gar nicht notwendig. Das meiste kann man ja echt mit Mana machen. Kann ja mal so eins machen. Ich glaube, der nutzt auch Mana, weil bei dem kommen auch mal solche riesigen Dinger. Los, Äffchen! Oh. Boom. Ach, nehmen wir auch mal solche. Der hat aber bloß die Hexen, was anderes hat er gar nicht. Oh Mist, unten geht's wieder zurück. Was soll's, wir haben Zeit. Hier kommen wir auf jeden Fall durch und hier unten geht's auch gerade ganz gut. Oh, arme Maus. Oh, die verprügelt unseren Affen. Kämpfe, Affe. Ach, der kann nicht vor sich angreifen. Aber noch lebt er. Wir haben schon gewonnen. Ach, die Gefechte finde ich echt geil. Oh, nicht genug Zeit. Die könnte ich auch immer wieder spielen. Ich sortiere es mal. Verkaufe mal wieder alles, was geht. Die werden wir nicht mehr brauchen. Ein Erfahrungsring finde ich gut. Das kann auch weg. Ein besserer Erfahrungsring ist immer gut. Denn wir haben noch etliche Level aufzusteigen. Kann ich gleich einen neuen Freund spawnen. War eigentlich noch unnötig, aber ich habe es trotzdem gemacht. Was ist das denn? Oh, der hat irgendwas geschossen, gerade aus seinem Kopf. Schießt mit Kürbissen. Lass mich wenigstens einfallen. Der hat ein irres Lachen drauf. Hörte ihn lachen? Ich
mag es, wenn unsere Einheiten nur bewusstlos sind, dann fallen sie hinter und werden wieder geheilt.